Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Gut, wir stehen mir nicht im Weg rum. In der letzten Folge haben wir das Land der Drachen begonnen und haben auch unsere erste Gummijet-Flüge abgeschlossen. Mit Bravour möchte ich nur mal anmerken. Und ja, wir haben Mulan getroffen, die sich als Ping ausgibt, um der kaiserlichen Armee beizutreten, als Mann, obwohl sie eine Frau ist. Und ja, wir tun uns jetzt unser Bestes, diesen Typen hier zu beeindrucken mit unseren Aufgaben. Das hier ist es, Shan Yu zu besiegen. Führt eure Aufgaben gewissenhaft aus. Bams. Mach mal als nächstes die Suche. Es sieht so aus, als wäre der Fall ins Lager eingefallen. Besiegt alle Gegner, auf die ihr trefft. So. Macht man das, weil wir wollen Drive. Wenn unsere Heldenform breit ist. Im Notfall. Und so was die Moral leiste. Da ist übrigens Feuer. So, wir machen erstmal hier alles kaputt. Und jetzt hier die Suche nicht so. What? Hallo. Ah. Nein. Wenn ich die Drive-Leiste voll kriege. So, jetzt kommen. Da ist er. So blöde Schatten, ich muss versuchen. Aber die ist gar nicht serious. Ich schaff das schon gar nicht mehr wegen der Zeit. Hallo? Viel zu viel Zeit verschwendet. Warum geht eine Moralleiste so schnell runter? Ich mach doch gar nichts. Boah. Sag doch, das hat blöd, ja. So, du musst jetzt aber ein bisschen mehr hinterlassen. Ha, die Drive-Leiste. Wenn man leicht gut genug brauchen. Das war schon wieder knapper, als mir lieb war. Okay. Na los. Ja, das ist genau das, was ich von euch erwartet hatte. Nun auf euch warten noch immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut. Bleibt auf der Hut. Oh, Abilitamin. Heute maximal P um einen Wert. Nur im Hauptmenü auswählbar. Warte mal, dann. Warte mal, die benutze ich direkt. Uff. Weil wir haben halt. Halt. Wir brauchen noch zwei für Stehaufmännchen. Es wäre total Verschwendung für jemand anderen, Vitamin zu nutzen. Deswegen immer schön Zora nehmen. Als andere übrigens auch. Uff. So, jetzt haben wir alle wichtigen Sachen schon mal ausgerüstet. Geil, ne? Dann kommen wir überhaupt da ran. Nee, ne? Passierstelle doch, da sind auch Thronen, die will ich haben. Sein kann man, glaube ich, nicht, ne? Wir laufen so langsam, ne? Genau, so langsam unterwegs. Ich möchte nur mal anmerken, dann wird sich später ändern. Ah, du kannst dich da rein, ja. Doch, bewegen wir uns so langsam. Wird sich irgendwann so schnell ändern. Werdet ihr schon merken. Also so schnell unterwegs. Ja, laufen zum Hauptmann, ja. Scheiß auf den Hauptmann. Oder ist jetzt die Mission, von der ich denke, die jetzt kommt? Kann auch sein, dass ich noch erst die machen muss und dann irgendwas anderes. Aber was mit den Zelten hier passiert? Weiß mal, die Zeit wird knapp. Präventivschlag. Eine Passierstelle nur. Man muss jetzt den ganzen Weg da laufen. Die Ralle ist, sieht so aus, die Moralleiste. Lass mal. Au. Ja, au. Kann er es wagen? Wuff. Wow. Du lachst über mich. Ja, okay, ist gut, dass ich das mal aufgespart habe. Hey. Ja, gleich welcher Maul. Die Moral ist jetzt auch echt bescheuert gemacht. Geht schon so verdammt schnell runter. Irgendwas hier passiert. Ah, na. Ich will jetzt ganz schön viel mehr abziehen.
Habe ich so das Gefühl, du hast, obwohl einmal Angriffskraft oder so gestiegen ist. Das habt ihr gut gemacht. Wo ist mein Zelt? Wer hat mein Zelt in die Luft gejagt? Ich wusste es. Hör ich auch. Hauptmann. Jemand, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht nur ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Sie gibt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe ihr noch eine letzte Chance. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. Denkt dran, das mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein, aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut. Jawohl! Jawohl, mein Kapitän. So. Wir können schon weiter, ne? Ja, gut. Warum nicht? Eure Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbescheuert passieren kann. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. Also okay. Fängt mich so hier so an. Sollen wir mal gucken nach Schatzen und so, ob ich alle hab. Guck mal, sind da mal so schön aufgelistet. Oh, wir haben Probation, Toilette, alles. Wo sind Teile? Da kümmern wir uns später rum. Jimmy's Tagebuch. Hallo. Ist keine Moralleiste. Muss ich ausnutzen. Also natürlich kein Gegner hier ignorieren, hallo. Boff. Okay. Ihr seid mir beim Mitlaufen. Ist selber schuld. Hey. Hallo? Okay. Oh, den erkennt man auch aus dem Film. Geschichte von Kingdom Hearts ist ja eigentlich nur so, als hätte man irgendwie ein OC in Story eingefügt oder in Film oder was auch immer. Wuff! Du greifst mich an, ich bin geschützt. So, au. Guck mal aus dem Trailer mal. Den Gameplay-Trailer von uralten Zeiten. Wolf, erstmal das hier aufmachen. Komm, ich liebe es, mit der Helden vorzukämpfen. Die ist so dynamisch. Ping, bist du tot? Oh, noch mehr Gegner. Kann nicht sein. Ha! Sportfreund Level 1 haben wir schon. Ha! Genau was wollte ich haben. Buff. Und pff. Ah, jetzt habe ich wieder Billitamin bekommen. Super. Ability Plus meine ich. Ich meine Ability haben ihn ja voll verschwindet. So. Das läuft noch. Moral ist noch relativ, da ist ein Ding, aber da komme ich nicht ran. Ja, du, geh mir aus dem Weg. Ups. Wolf aus dem Weg. Ich treffe den mit dem Angriff. Geil. Ich nehme ich natürlich auch noch mit, hallo? Das war, ich habe schon Maximum Level von Heldenform erreicht. Je nachdem wie weit meine Story ist, hat man nämlich nur Maximum, welches man Form leveln kann. Kann schon sein, dass ich das erreicht habe. Aua. Ich habe irgendeine Formel bekommen, sehr gut. Ich kann jetzt Zeugs machen. Sehr gut, Ping. Was auch immer das darstellen soll. So. Weiter geht's. Kommt da noch Gegner? Bitte. Nein, verdammt. Gut, haben wir das aber erreicht. Alle Achtung, du machst dich.
Ein Vorbild von einem Mann. Danke. Ich bin dick. Fragt der eine nur. Ja, einfach nur sagt, ich bin dick. Aber der Hauptmann. Hauptmann. Oh, ah, Hauptmann. So wie ein Hauptmann. Ping hat sich wacker geschlagen. Das kannst du laut sagen. Ping hat sich, gut. Ich lasse ihn meine Sicherheit, meine Einheit beitreten. Oh Gott. Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem echten Soldaten hat. Warum nicht? Schon gut, Sora. Ich finde schon noch einen Weg, mich den Hauptmann zu beweisen. Ich brauche nur die Gelegenheit dazu. Die Einstellung lobe ich mir, Ping. Jawohl. Warum habe ich das Bedürfnis danach, Ping-Pong zu spielen? Ja, komm jetzt schon wieder zurück. Immer weiter so, Ping. Danke. Ich bin dick. Halt die Klappe. Einfach nur jeder kommt und sagt, steht da noch und sagt einfach, ich bin dick. Einfach so, vollkommen random. Also gut, Mädchen, hier hast du deine Gelegenheit. Ich habe gerade diesen üblen Kerl gesehen. Das war ganz sicher Shan Yu. Shan Yu? Das ist der Anführer der Hundenarmee. Das müssen wir den Hauptmann berichten. Genau. Moment, Moment, Moment. Lass uns alle mal etwas die Köpfe benutzen. Also, warum sind wir hier? Doch wohl um Hauptmann Mulans, ich meine Pinks Talent aufzuzeigen und ihre Familie Ruhm und Ehre einzubringen. Ja, Ruhm und Ehre ist cool. Also, lass uns Shan Yu auf eigene Faust suchen gehen. Wer weiß, mit etwas Glück können wir ihn vielleicht sogar endgültig observieren. Wollen wir uns auch schon unsere Lorbeeren verdienen, wenn wir ihn nur aufspüren. Davon wird Hauptmann Muskelprof einfach Notiz nehmen müssen. Okay. Gut, lass uns gehen. Wir helfen gerne mit. Dann kann's ja losgehen. Jetzt geht's rund. Ha. Shan Yu ist in einer Höhle außerhalb des Dorfs. Dieser verdammt nah am Dorf dran. Echt? Niemand bemerkt diese Höhle? Hallo? Aber erstmal. Boom. Abilities. Nein, das Mikrofon. Ich habe das Mikrofon getroffen. Aber wir haben jetzt eine Heldenform Sportsfreund Level 2. Damit können wir höher springen. Jetzt haben wir noch Sportsfreund Level 1. Boom. Jetzt können wir so höher springen. Boof. Geil, was? Oh, guck dich das an. Hier ist ein Vogelshop. Wir haben jetzt eine Formel, die können wir da reinballern. Mori, übernehmen Sie, haben wir auch freigeschaltet. Jetzt können wir Sachen erstellen. Boah. Ha. Geil, wa? Ah, guck mal, wie hoch wir jetzt springen können. Das war phänomenalisch. Das Wort werde ich nie wieder sagen. Was? Oh, hi. Boff. Noch ein Erwachenteil. Am Anfang zusammensetzen, wenn ich keinen Erwachenteil mehr bekomme. Ist noch eins. Her damit. Her damit. Herr damit. Noch ein Herzteil. Oh Gott. Mir war Schmerz. Nein. Egal. Warte mal, da komme ich doch irgendwie hoch, oder? Warum ist er so ein Rückwärtssprung machen? Ja, das war glaube ich schon der nächste. Hallo? Das war glaube ich schon der nächste heftige Kampf, wenn ich mich irre. Den schnappen wir uns. Dann haben wir dich kaputt. Ich direkt mich irgendwie auf. Einfach so. Warum denke ich jetzt irgendwie, der ist ein Panda? Nur weil der Mushu den Panda-Gesicht genannt hat. Eine Panda-Lippe. Warum? Noch ein Abilitamin. Ja, von denen kriege ich sehr viele, glaube ich. Im Laufe der Geschichte. Sackgasse. Niemand hier. Das gibt's nicht. Schau noch mal. Oh, mal sehen. Ja, wo gucken wir hin und nach hin? Da war nur ein Gang. Ach, Donald und Goofy, die gehen einfach. Warte auf mich, Donald.
Jetzt kommt auch eines der nervigsten Elemente in dem gesamten Spiel. Hey, wartet. Und es gibt nur wenige nervige Elemente in diesem Spiel, aber das hier ist eins von denen. Was ist das? Ja, Goofy und Donald sind oft in wichtigen Kämpfen getrennt in dem Spiel. In einigen richtigen geilen Kämpfen sind die meistens nicht da. Der hat uns angeguckt, ist dann umgedreht, hat sich dann nochmal umgedreht, hat über uns gelacht und ist er wieder gegangen. Was? Ah, Storykampf. Sieger aller Herzlosen. Ho, 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 ho. Was du nicht sagst. So, erstmal den Großen hier. Au. Du Pest. Ja. Das zieht eigentlich mehr ab. Feuer. Au. Ja, warte, das ist so voll. Ja, Driveform haben wir, aber wir, da Goofy ja nicht da ist, kann man sich verwandeln. Geil, ne? Alter, wie viele? Jetzt bräuchte ich hier Feuer. Auf. Au. Auf. Au. Auf. Au. Hör auf damit. Mach meine Kombo zählen und dann greife ich immer direkt an. Das sind halt viele. Hat schon immer so viele? Au. Oh mein Gott. Da soll ich noch ein bisschen warten, bis meine MP sich aufheilen. Deswegen nämlich. Oh hi. Ich da dann auf. Das wäre geil. Mann, ich will ja nur dahin. Da. Ah, da war eine doofe Idee. Mach. Fünf Viecher, ja. Oh. Oh, 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 Mann. Aber warte, komm her. So, oh mein Gott. Sportgrätsche. Maximum P und Hyperheilung. Für den Gastcharakter ist nicht so wichtig. Allgemein ist eigentlich nur Sora wichtig, was Sora lernen und so. Du kämpfst Ping, das war großartig. Du warst großartig. Ja, warum seid ihr nicht da geblieben? Meine Güte. Alles in Ordnung? Ja, dank Ping. Also, schnell den Hauptmann Bericht erstatten. Wahrscheinlich war nicht da. Ich bitte euch, wen zieht der olle Hunde? Wir erzählen den Hauptmann, wie tausende Herzlose die Höhle gestürmt haben, die Ping dann beinahe alle alleine fertig gemacht hat. Ich glaube, das war ich. Naja, aber okay. Sportgadget, was war das nochmal? Bringst du mal augenblicklich zu einem Gegner und greif ihn an. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nimm mal Item Boost. 40% reicht eigentlich so zur Heilung. So, du setzt keine Items ein, also Hyperheilung. Okay. Oh, Spurgrätsche ist nicht schlecht. Puff. So, sehr gut. Oh Gott. Ich will zwar nicht viele so angriffsabändernde Fähigkeiten, aber diese ist gut. So, der wird es bestimmt freuen, wenn er sah nicht so die eine Stadt von vorhin aus, die Shanyu erledigt hatte in der letzten Folge am Anfang, als wir die Welt betreten haben. Hallo, Captain. Don't overdo it, Captain. It's just a scratch. Oh. Captain, the enemy. Where did they go? They went toward the summit. We'll stop them. You
it kinda is our fault. Right. Wieso? Weil wir nicht da gewesen sind, oder was? You mean my fault? Sean, you and the Heartless did this, not us. Captain, if you track down the villagers, we'll handle this. Die Schweine. Let's go. Sora wütend. Ich glaube, ich könnte hier Feuer machen, ne? Ich glaube ja. Hi, Mogri, dir geht's gut. Das ist sehr gut. Kann ich irgendwas herstellen? Nö. Mit den Sachen herstellen wird sowieso sehr anstrengend später. Wie soll ich jetzt da oben rankommen? Oh mein Gott, das ist doch unmöglich. Guck ich halt an, wie soll ich da je irgendwann hochkommen, ne? Dann werdet ihr schon bald sehen. Gut. Dann kann ich den Party beenden, glaube ich, ne? Einfach wie so ein Delfin springen. Warum ist so ein Rückwärtsschritt gemacht? Ich verstehe das nicht. Na gut, dann werde ich mal ein Part hier. Und hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ihr hinterlasst eine positiven Feedback, einen Kommentar, ein Like, ein Dislike, ein Abo, damit ihr auf den Laufenden bleiben wollt und den Kanal unterstützen wollt und so. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge für Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.